Warnung, bitte vor dem Spiel lesen. Ein kleiner Prozentsatz von Menschen kann Unbehagen oder Anfälle bekommen, wenn sie blinkenden Lichter ausgesetzt sind. Also sei bitte vorsichtig, wenn du empfindlich auf blinkende Lichter, Blut oder Gewalt reagierst. Es gibt selten etwas anderes als das in Epic Game zu sehen. Epic Game zeigt auch verschiedene Fantasy-Charaktere, die an höchst absurder und überzeichneter Gewalt teilnehmen. Du wirst oft Blut auf dem Boden sehen, im besten Fall Zeuge der Enthauptung von niedlichen Herzchen werden, vieles mehr, kein Filter. Wird beachtet, dass Happy Games kein fröhliches Spiel ist. Okay. Ja, habe ich kapiert. Dürfte klar gehen bei mir. Dürfte. Hab noch keine epileptischen Anfälle oder ähnliches bei mir entdeckt. Vielleicht entwickle ich es jetzt dadurch. Erschreckt habe ich mich. Schon durch den ersten. Das wird lustig. Schon durch das erste Aufflackern habe ich mich erschreckt. Das Spiel wird lustig. Okay, wir sind hier direkt im Spiel. Die Dampflokomotive, so schlimm kann das gar nicht sein. Modellbau. Ja. Stuhl. Stifter. Blumentopf. Traumfänger. Ich traue mich gar nicht. Oh. Es geht schlafen. Bin ganz alleine. Und schläft ein. Danach dann Gedärme und Blut, das The Game. Ja, wahrscheinlich. Falls das auf YouTube hochgeladen wird, dann muss eine fette Warnung vor. Eine fette FSK 18 Warnung. Bisher ist alles friedlich. Das war nur ich. Ich schau lieber mal auf den Bildschirm. Noch ist das FSK, nö, noch. Das kann sich schnell ändern. Ach du Scheiße. Du, wir bleiben mal stehen. Jetzt ist es nicht mehr FSK, nö. Es ist schon FSK 6. Durch das Heulen des Kindes ist es schon FSK 6. Jetzt ist es FSK 12. Jetzt ist es ein Geschenk. Oh, süß. Ach du Schreck. Das ist eine unangenehm gruselige Puppe. Schön. Ach du Schreck. Einfach immer nach rechts. Rechts ist gut für dich. Geht gerade nicht. Ich will ja. Na komm, geh schon. Okay, wie kann ich denn nach rechts? Komm, geh schon. Sie haben Clown-Hintern. Matrioschka. Oh je. Das ist wirklich spooky. Ach du Schreck. Jetzt sehe ich das Ganze nochmal mit den anderen hier. Ja, unangenehm, nehm trifft es ganz schön gut. Bah, blutige Augen.
nichts, oder? Ja. Jetzt ist es FSK 18. Ein Ball, ja komm, geh spielen. Wo ist Bällchen? Es erinnert sich. Ich werde solche Albträume davon haben. Aber was soll's. Hol den Ball. Riecht es gut für mich, sagt er. Also werde ich mal dem Ball folgen. Oh, Schreck. Achso, ja, hier. Einmal nach oben ziehen. Okay. Achso. Und jetzt? Wir sind die Evil 8 Demo danach. Gibt es da schon eine Demo zu? Wenn ich das wüsste. Ah, ach so. Titty bei Kopf. Und Levis. Okay. Bin mir nicht sicher, können wir durch. Teddy. Und das jetzt runter. Und weiter. Weg von dem Teddy hier. Der ist mir nicht ganz geheuer, der Teddy. Ein Lichtschein. Eine Wand. Ja, gibt es, aber PS5 exklusiv und Influencer exklusiv, glaube ich. Ja, dann können wir es wahrscheinlich nicht spielen. Mauer Touch. Hochklettern. Touch, touch. Ich glaube, da kommst du nicht durch. Ich weiß nicht, sollen wir nach links gehen? Halt ich für nicht so gut. Oh. Andere Tapete. Okay, da kommen wir nicht durch. Nach links und rechte Glocke runter. Ja, was? Die Glocke runter? Ins Licht? Oha! Rechte Glocke. Dann erstmal eine Wand. Da ist ein Bild von einem Teddybären drauf. Durch die Wand willst du durch. Ein Screen zurück. Aha, okay. Und die Wand verändert sich immer so schön. Ui. Eine Hölle. Spiel. Sprungkästchen. Durch die Wand kommst du nicht durch. Ui, ein Ball. Okay, ein Screen zurück, sagst du. Du hast gesagt, wir sollen nach rechts gehen. Nach rechts ist gut für mich. Gehen wir halt nach links. Rechte Glocke runter.
Aha. Teddybär anfassen. Okay. Das bringt uns jetzt was. Der Bär klatscht. Böse Knopf drücken. Okay. Bär klatscht weiter. Ah ja, sehr schön. Ah, da ist etwas drunter. Unter der Glocke. Ein Pinocchio. Sache. Und nu? Und nu? Das Prinzip von eine Seite runter, andere Seite hoch ist, geht hoch, ist dir vertraut, oder? Ich weiß nicht, ob wir das machen wollen. Das passt aber auch nicht so ganz. Runterziehen und können wir hier Pinocchio draufsetzen. Und jetzt sollten wir wirklich gehen. Das ist keine so schlechte Idee. Oha, noch eine Glocke. Ach du Schreck. Daran vorbei. Ein Tipp, interagieren Sie mit den Spielelementen. Wand von der Bälle. Okay. Okay, wir müssen das mit den Pfeiltasten machen. Das können wir nicht. Pinocchio runter, Bär runter. Aha. Sein Hirn auf dem Kopf. Ach ja, ich weiß, wohin der auf dem Kopf gehört. Hierhin vielleicht. Wie wär's mit schnell weg? Aha. Okay, der Kleine findet's lustig. Immerhin. Mir gefällt's jetzt eher weniger. Wird er gerne abhauen. Ja, wir machen jetzt hier um eine Dämonenbeschwörung wahrscheinlich. Während des Games. Wir sind noch dreimal in einem gewissen Namen. Sagen und dann. Dann passiert hier was in Real Life. Oh, ein Ball. Sehr schön. Kommandant Lang spielt Sid Meier's Civilization.
Was auch immer. Bunny. Na komm, komm mit dem Ball. Ah, schön. Alles klar. Was machen wir hier? Ja. Und mich nennt man seltsam, weil ich die Necronomicon besitze. Punkt den Bär. Aha. So vielleicht. Ach so, nee, so. Sieht ja appetitlich aus. Lecker. Okay, was kommt denn da zum Vorschein? Hallöchen. Kommt denn der weiter auf? Sind wir hier jetzt mal? Ich fürchte das fast. Jumpscare incoming. Auge. Aha, sehr schön. Puppe auseinanderreißen. Sehr schön. Da haben wir den Ball. Schreck. Ich hoffe, ich werde für dieses Spiel hier nicht auf Twitch geclaimed. Auf YouTube nicht gebannt. Zu viel Gewalt im Spiel. Und weiter geht's voran. Die Musik ist auf jeden Fall ordentlich. Und werden wahrscheinlich noch dahinter kommen, wer den Ball hier steuert. Okay. Wir haben eine Hand. Noch eine Hand. Weitere Hände. Okay. Was machen wir hiermit? Ach, hochziehen oder was? Ach du Schreck. Ach so, damit können wir vielleicht den Ball holen. Ach, oder hier auf die Backe. Um die Arme steuern. Mhm. Ach du Schreck. Können wir den Ball jetzt rausnehmen? Abiturienten könnten wahrscheinlich eine 50-seitige Interpretation zu dem Spiel schreiben. Sage low. Lol, große, puppige Puppe gruselig. Ja. Hast du etwa kein Abo gemacht? Abo, ja genau. Hast du etwa kein Abi gemacht?
Okay, jetzt können wir die Fackeln lassen. Aber wie? An Bein ziehen. Ja, genau. Ist für den Ball hinterher. Ach so Schreck. Müssen wir hier wahrscheinlich wieder irgendwas machen. Nö, aber heute Ausbildung abgeschlossen, Podcast wird dann spaßig, by the way. Aha, okay. Da freue ich mich ja schon drauf. Okay, ich glaube, wir sollten auch mal ein bisschen rennen. Hast du wieder einiges zu berichten für den Podcast am Samstag? Oh, haben wir durchgespielt, sehr schön. Thank you for playing the demo. The worst is yet to come. Let's do this and get happy when the full game launches this spring. Happy game. Von Amanita Design. Ja, haben wir es durchgespielt. War doch lustig. War doch ein happy game. Ja, ich überleg's dann nachher auf YouTube hochzuladen. So schlecht war es gar nicht.